Hallo ihr Lieben, mit einem neuen Video, eine Live-Aufstellung, die Heimat finden. Wie einige von euch wissen, hoffentlich, man kann alles aufstellen. Jede Problem, jede Sache, jede Angelegenheit kann man aufstellen. Und in diesem Video geht es dazu, dass eine Teilnehmerin eine Stadt aufgestellt hat, in der sie vorhat umzuziehen. Und schaut euch das Video an, es ist sehr interessant, was in der Bewusstsein von der Stadt gespeichert ist, wie die Stadt zu einem steht, zu der Person steht, was für Voraussetzungen hat die Person dann, wenn sie in diese Stadt umzieht. Alles das können wir mit einer Familienaufstellung ersehen und wir können vorhandene Blockierungen und alte Speicherungen, so wie jetzt in dieser bestimmten Aufstellung der Fall ist, können wir auflösen, neutralisieren und eliminieren, sodass die Energien wieder in den positiven Bereich kommen. So ähnliche Aufstellungen kann man mit Ländern machen, mit Wohnung machen, mit einem Haus machen. Ob das jetzt dein Haus ist, in dem du wohnst, oder ein neues Haus, in dem du gerne umziehen möchtest. Ich empfehle euch, das alles vorher anzuschauen mit einer Aufstellung. Da könnt ihr euch sehr viel Ärger im Nachhinein sparen dadurch, weil ihr zum einen bekommt ihr Informationen, ist diese Stadt überhaupt für mich oder diese Wohnung überhaupt für mich? Und wenn ja oder nein, und wenn ja, könnt ihr auch eventuell vorhandene Blockierungen oder auch Fremdenergien, die sich da im Energiefeld auswirken, im Vorab auflösen, klären, heilen, eliminieren, sodass ihr eine gute und wirklich harmonische, gute Start in diese neue Stadt oder in diese neue Wohnung oder sogar auch in diesem neuen Land habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ich freue mich, mit euch zusammenzuarbeiten in den nächsten Seminaren. Wenn euch das Video gefällt, weiter teilen, Daumen hoch machen, meinen Kanal abonnieren oder mich auch persönlich kontaktieren bei Interesse an eine Zusammenarbeit. Viel Spaß mit dem Video. So, wer möchte als Nächste? Gibt es Freiwillige? Ich würde okay. Das machen. Also, wenn das für euch okay ist. Natürlich ist für uns okay. Jeder kommt dran, der möchte. Okay, ich würde gerne mich und eine Stadt aufstellen lassen. Und zwar, genau, ich überlege nämlich, oder was heißt, ich überlege, irgendwie will meine Seele dahin ziehen und irgendwie habe ich Angst davor. Also ich erzähle vielleicht ein bisschen Hintergrund noch gerade. Also ich wohne gerade in und fühle mich da aber gar nicht so wohl. Also mir ist klar, dass ich hier wegziehe und ich bin so auf der Suche immer schon gewesen, wo ist denn der Ort, wo ist meine Heimat? Und es wird irgendwie immer klarer, dass ich mich, dass mich so anzieht irgendwie. Und ich hatte neulich schon so eine mediale Beratung auch, da haben wir ein Seelenbild gemacht zwischen mir und da war die Stadt auch so ganz offen mir gegenüber und in mir ist aber eine Angst. Also ich habe irgendwie Angst vor, also ja, dass ich irgendwie vor den Menschen dort und auch das ist so weit weg und also genau, ich würde gerne diese Angst davor, dass sie nicht mehr da ist und dass ich da irgendwie mich, ja, irgendwie, dass mehr so diese Vorfreude und Neugier, also die auch da ist, aber irgendwie ist da so die Angst, genau, das wäre schön, wenn die nicht mehr da wäre. Also ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil man kann tatsächlich alles aufstellen, auch Städte, die neue Wohnung, wenn jemand umziehen will, hat bestimmte Haus oder Wohnung, kann man auch, alles kann man aufstellen. Und da kriegt man sehr viel Hilfe, weil das, was du in der Aufstellung siehst, wenn du es nicht aufstellst, hast du ihm hinterher. Mhm. Ja.
Und dann lieber aufstellen und dich vergewissern oder klären, ja, anstatt hinterher, das zeigt sich, das nimmt man wahr. Ich habe auch eine persönliche Geschichte diesbezüglich. Ich bin auch für ein Jahr auf die Insel Lindau habe ich gelebt. Und wie ich die Wohnung besichtigt habe, ich habe bei erster Besichtigung von der Wohnung eine Top-Wohnung, ein Penthouse, wirklich Neubau, super Aussicht mit Terrassen, mehrere, richtig, richtig schnuckelige Wohnung. Erste Mal, ich gehe zur Besichtigung und ich kriege Herzangst. An der Haustür, der Makler macht die Eingangstür auf und ich fange an Angst. Und ich konnte mit dieser Angst nicht anfangen, dachte ich, komisch, dass die kommt. Ich habe die Wohnung genommen, weil die Wohnung super war. Und im Nachhinein habe ich gesehen, dass da irgendwelche Energien waren. Und das war diese Angst, die ich gespürt habe. Also daher ist wirklich empfehlenswert, wenn du ein Gefühl hast, blödes Gefühl, Angst, sonst was, guck dir das mal an. Bei mir war das auch der Grund, wo ich gesagt habe, ein Jahr war ich da, dachte ich, nee, also ich fühle mich zu Hause. Besser, dann ziehe ich wieder zurück, wo ich wohne. Es ist für meine Seele besser. Hm. Okay. Ich habe so den, also bei mir ist das auch toll, da ist so eine Angst, aber das ist eher, als wäre die in mir und nicht, also es ist eher eine Angst, die mich hier, also die mich hält davor, dahin zu gehen. So fühlt es sich eher an. Also bei mir hat sich auch in mir gefühlt, die Angst. Hm. Hm. Aber wir gucken, das war einfach aus... Aus einem Beispiel, wie wichtig ist, dass man solche Dinge nachgeht. Ne? Und wir schauen jetzt, was da kommt. Such bitte jemand für dich und jemand für die Stadt. Mhm. Ich würde gerne das. Du hast deinen Namen da nicht stehen, leider. Da steht nur live irgendwas. Beschreibung. Du, genau, das ist eine Frau auch mit so einer auch blumigen Bluse, mit einer weißen Bluse mit blauen. Blauen Blumenmuster drauf, da hast du auch. Meinst so du mich? Genau, ja. Ich bin Christina, aber ja. Bei mir sehe ich meinen Namen. Das ist ja komisch, dass da nur Beschreibung steht bei dir. Muss ich irgendwas freischalten? Nee, lass es so. Nee? Okay. Ich glaube, das ist viele sehen die Namen nicht. Okay. Genau, also dich hätte ich gerne als und mich, Andrea, wenn du magst. Gerne. Wo steht ihr? Wie ist dein innere Bild? Ich merke jetzt schon mal, dass ich krasse Angst habe, auf jeden Fall. Das ist aber schon relativ, also schon so nah, dass es irgendwie spürbar ist für mich. Also ich sehe auf jeden Fall, aber da ist wie so eine Angst in mir davor, da weiterzugehen, also darauf zuzugehen. Aber das ist schon recht nah da dran. Aber die Stadt steht vor dir? Ja, ich stehe der gegenüber. Okay. Und ihr schaut euch an? Ja, also die ist so ein bisschen unscharf irgendwie. Wie geht die Stadt? Was fühlt die Stadt? Wie geht es ihr? Dass die Komm Stadt bloß Freiburg? Nicht näher. Komm nicht näher. Hier sind schlimme Dinge passiert. Ich habe das Gefühl, dass da irgendjemand umgekommen ist oder mehrere sogar, dass es ein richtiges Gemetzel gab. Also, oh Gott, ich will hier, ich möchte hier keine Horrorszenarien raushauen, aber irgendwie ist es so, dass ich dich davor bewahren möchte, zu mir zu kommen. Aber es ist was Altes. Also es ist eigentlich etwas, wovor ich dich schützen will. Deshalb halte ich dich fern. Vor hunderten von Jahren ist das gewesen. Aber du warst dabei in irgendeiner Art und Weise. Daniel in der Rolle. Hast du gehört? Was sagst du dazu? Ich bin ziemlich unruhig. Mir klopft das Herz halt bis hier oben hin. Und ja, das überrascht mich jetzt nicht, was
da sagt. Sag zu der Stadt, das überrascht mich nicht, was du mir sagst. Das überrascht mich nicht, was du mir sagst. Ich habe das Gefühl zu sagen, wir kennen uns und hier ist noch etwas ungeklärt. Aha. Annele sagt zu scheinbar habe ich schon mal in dir gewohnt, in dieser Stadt gewohnt. Ja, hast du. Es war deine Heimat. Annele sagt, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich will jetzt aber auch nicht mehr hingucken, ja? Jetzt frage ich die Annele, macht dir das Angst, dich daran zu erinnern, da hinzugucken? Ja. Ich habe Angst, da hinzuschauen, was damals passiert ist. Ich habe Angst, da hinzuschauen, was damals passiert ist. Ich würde mich jetzt am liebsten umdrehen. Muss es dir nicht anschauen? Ja? Ja, dann dreh dich um. Aber wir müssen es lösen. Du musst es dir nicht anschauen, aber wir müssen es lösen. Weil es hängt fest zwischen die Stadt, uns. Die Stadt sagt zu Annele, das, was ich erzählt habe, ist die Vergangenheit. Das, was ich erzählt habe, ist die Vergangenheit. Das ist irgendwann mal früher passiert. Das ist irgendwann mal früher passiert. Ich wollte es dir nur bewusst machen. Ich wollte es dir nur bewusst machen. Ich habe das Gefühl, ihr sagen zu wollen, dass sie jetzt keine Angst haben braucht und dass es einfach nur gelöst werden möchte, dass da was festhängt. Wie so ein Proppen in einem Rohr. Also es will einfach nur raus. Es möchte befreit werden. Diese ist in ein früheres Leben passiert. Kann die Stadt das sagen? Das Gemetzel ist in einem früheren Leben passiert. Das gilt nicht für heute. Das gilt nicht für heute. Ich bin nur eine Erinnerung daran. Ich bin nur eine Erinnerung daran. Eine Speicherung. Eine Speicherung. Die in mir noch wach ist. Die in mir noch wach ist. Erinnere dich daran, damit wir es lösen können. Erinnere dich daran, damit wir es lösen können. Wie geht's dir, Annele? Ich verstehe jetzt die Anziehungskraft, die diese Stadt auf mich hat und wie vertraut die mir ist in manchen Dingen und wie sehr mich das dahin zieht. Das verstehe ich jetzt, warum. Aber ich würde gerne das Vergangene ruhen lassen und weil es ja vergangen ist. Sag zu der Stadt, du bist mir sehr vertraut. Du bist mir sehr vertraut. Und ich fühle mich von dir angezogen. Und ich fühle mich von dir angezogen. Ich fühle dich wie meine Heimat. Ich fühle dich wie meine Heimat. Wie reagiert die Stadt darauf? Ich bin deine Heimat und ich möchte dich mit offenen Armen empfangen. Und es wird alles gut, aber lass es uns gemeinsam loslassen. Also es ist, wie gesagt, ich will da nicht drauf rumkauen, aber wir müssen Frieden finden oder lass uns Frieden finden mit der anderen Sache. Ich bin dein Zuhause, sagt die Stadt. Jetzt frage ich die Stadt, beziehungsweise ich frage diese Erinnerung von der Stadt von damals, das ist ja damals in eine andere Inkarnation, das ist nicht heute,
nicht in diese Jahrhundert. Hast du Vorwürfe gegenüber Anneli? Nein. Schuldzuweisungen oder so? Gar nicht. Im Gegenteil, es tut mir leid, was sie erleben musste. Es war, aber sie war nicht alleine, es waren ganz viele, es war eine Riesenschlacht. Es waren ganz viele involviert. Ja, sehe ich, das war wie Krieg, so Aufstand oder Krieg oder sowas war da, ne? Genau. Das sehe ich, da war sie nicht alleine, das sind ja ganz, ganz viele. Ja, und die Stadt hat geweint, also die Stadt hat um alle geweint, die dort gestorben sind und hätte sie, also ich sehe wie eine Mutter, die die Arme öffnet und ihre Kinder in den Arm schließen möchte, aber es nicht konnte. Also Anneli hat für die Stadt gekämpft. Nein, ich glaube, sie war eher ein Opfer. Also ich würde sagen, sie war weiblich in der Inkarnation oder ein Kind. Also wehrlos, nicht aktiv beteiligt an dem Kampf, sondern eher ein Opfer der Situation. Sie hat versucht zu fliehen, aber sie konnte nicht, sie war gefangen, eingekesselt. Es tut mir leid, dass ich so viele Opfer bringen müsste. Es tut mir leid, dass ich so viele Opfer bringen musste. Auch so viele Unschuldige, Unbeteiligte sind gestorben. Auch sehr viele Unschuldige, Unbeteiligte sind gestorben. Du warst auch darunter. Du warst auch darunter. Die Stadt weiß, dass das eine Erinnerung ist und eine Vergangenheit. Das weiß die Stadt. Ich weiß das auch. Jetzt frage ich euch beide, also ich frage die Stadt und die Anneli, steht etwas zwischen euch als Trennung oder steht diese Erinnerung immer noch als Trennung zwischen euch? Als Hindernis? Ich bin entspannter. Und ich glaube, ich wollte mich nur in. Also, was heißt. Ich bin entspannter und ich glaube, ich bin noch ein bisschen näher gegangen. Ich habe auch keine Angst. Das, was damals war damals, sagst du. Ja, das, was damals war damals. Heute ist eine andere Zeit. Heute ist eine andere Zeit. Heute ist auch ein neues Leben, ein anderes Leben. Heute ist auch ein anderes Leben, ein neues Leben. Das fühlt sich gut an. Heute ist ein neues Leben, ein anderes Leben. Heute ist ein neues Leben, ein anderes Leben. Heute ist auch eine andere Zeit, eine neue Zeit. Heute ist eine andere Zeit, eine neue Zeit. Und sagst du zu der Stadt, du bist heute auch neu und anders. Du bist heute auch neu und anders. Und du gefällst mir. Ja, und du gefällst mir. Du bist meine Heimat. Ich freue mich jetzt richtig. Du hast gesagt, die Angst ist Stadt. Bitte? Ich muss das einmal loswerden, weil ich will die ganze Zeit sagen, ich wollte mich eigentlich nur bei dir entschuldigen, weil ich dich nicht, weil ich dich so sterben habe sehen oder weil das alles passiert ist. Ich wollte eigentlich nur Entschuldigung sagen und ich freue mich, dass du trotzdem wieder zu mir kommst. Ah, okay. So fühlte es sich an. Also kein Vorwurf, keine negative Energie. Von meiner Seite ist es einfach, ich glaube, die Stadt hatte Schuldgefühle. Die Stadt sagt zu Anneli, mir war es sehr wichtig, mich bei dir zu entschuldigen, wegen dem, was damals passiert ist. Mir war es sehr wichtig, mich bei dir zu entschuldigen, wegen dem, was damals passiert ist.
Ich werde dich sehr gerne wieder aufnehmen. Ich werde dich sehr gerne wieder aufnehmen. Anneli sagt, du kannst deine Schuldgefühle weglassen, loslassen. Du kannst deine Schuldgefühle loslassen. Du könntest auch nichts dafür. Du könntest auch nichts dafür. Es waren unruhige Zeiten. Es waren unruhige Zeiten. Es waren Kämpfe. Es waren Kämpfe. Aggressive Kämpfe. Aggressive Kämpfe. Da sterben Menschen. Dabei sterben Menschen. Und die Städte werden geplündert. Und die Städte werden geplündert. Ist nicht deine Schuld. Ist nicht deine Schuld. Danke. Es ist aber Geschichte. Es ist aber Geschichte. Sagst du zu der Stadt heute, bist du eine friedliche Stadt? Heute bist du eine friedliche Stadt. Wir leben heute in ein geregeltes Land. Wir leben heute in einem geregelten Land. Es gibt Polizei, die dafür sorgt, dass es Ruhe gibt. Es gibt Polizei, die dafür sorgt, dass es Ruhe gibt. Wir leben heute in einer friedlichen Zeit. Wir leben heute in einer friedlichen Zeit. Und du bist eine friedliche Stadt. Und du bist eine friedliche Stadt. Ich habe so einen riesen Wunsch, nach Hause zu kommen. Es ist unglaublich. Ja, und ich habe das Gefühl, dich zu fragen, wann kommst du endlich? Ja. Könnt ihr euch nahe gehen und euch umarmen? Mhm. Ja. Ja. Mach das bitte und die echte Anneli, gehst du in Bild rein und fühlst du dich. Ja, das ist rund für mich. Perfekt. Wie ist das für Anneli? Ist gut. Also für die echte Anneli ist das gar nicht so richtig aushaltbar. Also das ist so berührend, dass das so, wow. Berührend, ja, ja. Das ist berührt total. Ich weine ja auch immer gerne vor Freude. Kannst du sagen, die echte Anneli, wenn du möchtest, kannst du zu der Stadt sagen, ich komme zu dir in meine Heimat. Ich komme zu dir in meine Heimat. Die sehr Stadt gern. Freut sich. Guck, die sehr. Stadt lacht. Ich habe Freudentränen in den Augen. Und ich freue mich riesig, dass du kommst. Super. Das wird gut. Dann belassen wir an dieser Stelle, Anneli. Ja. Oh. Okay. Okay. Entlässt du mich? Wie bitte? Entlässt du mich? Ja, 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 danke, Andrea. Ich entlasse dich aus meiner Rolle. Und danke, liebe, oh, ich muss, sagst du mir noch Christina. Mal Christina. Christina. Danke, liebe Christina. Ich entlasse dich aus der Rolle. Sehr gerne. Es war mir eine Ehre. War so endlich, endlich, endlich so. Ja, krass. Das war, wow, das, ich glaube, das muss erstmal sacken, auf jeden Fall. Ja. Ja, wow. Danke.
Das war eine sehr gute Idee, dass du das aufgestellt hast. Ja. Ja, ich wollte tatsächlich, habe ich eigentlich was anderes geplant, aber das drängte sich so, also ich beschäftige mich damit auch schon länger und das drängte sich so auf, das ging gar nicht anders jetzt. Krass. Oh, wie schön. Okay. Und das war bei dir, die Seele ist mit der Stadt, das ist die Heimat. Und dann kam diese Speicherung, oh, da bin ich gestorben. Mit Gewalt gestorben, ne? Und das war diese Angst, was du gespürt hast. Einfach, das war diese Speicherung, hat sich aktiviert, weil du die Absicht hattest, dahin zu gehen. Und so ist, also ich hatte tatsächlich ungefähr die halbe Zeit richtig durchgehend Gänsehaut. Und ich war da, mit, als das mit diesem Gemetzel kam, also das war für mich auch sehr schwer aushaltbar. Ich war ja gar nicht in der Rolle. Also ich war da wirklich, mein Körper ist so, so stark damit in Resonanz gegangen. Ja, also das, was du jetzt sagst, das erklärt mir, was da in mir gerade passiert ist. Genau. Weil diese Speicherungen, die sind wirklich bei uns jedem drin, jeder Mensch, ausnahmslos. Und die schlafen, die sind inaktiv. Das ist einfach wie in einem Computer, wenn du ein Programm nicht aufmachst, ist das Programm da, aber arbeitet nicht. Ne? Aber sobald du dieses Programm startest, volle Pulle. Und so sieht man, weil wir wissen nicht, man kann nicht wissen, wie bin ich früher mal gestorben, das weiß man einfach nicht. Ne? Aber durch solche Dinge zeigt sich das. Will man auch nicht so gerne wissen, habe ich jetzt gerade das Gefühl. Genau, ja, ja. Das will man auch nicht wissen, aber es ist wichtig, die Stadt hat dir gesagt, es ist wichtig, dass wir das klären, ne? Damit du einen neuen Start hast, weil sonst hättest du diese Aufstellung nicht gemacht, wärst du wahrscheinlich da umgezogen und du hättest diese Unruhe in dir, weil das hätte in dir gearbeitet, 100 Pro. Die Stadt hat es gesagt, mehrmals, ich will das mit dir klären, damit in der Vergangenheit bleibt, damit du wirklich einen guten Start da hast, also freier, leichter, ohne diese Speicherung, diese belastende Speicherung. Aber finde ich auch niedlich, die Stadt hatte schlechtes Gewissen und das ist tatsächlich so. Also der Stadt war es auch, da siehst du, wie diese Stadt mit dir verbunden ist, weil die Stadt sagt, mir ist wichtig, dass ich mich entschuldige, weil ich die nicht schützen könnte, meine Bewohner. Ne? Ist der Hammer. Und das spüre ich ja irgendwie. Also das war schon für mich so unterschwellig spürbar, wie sich das jetzt zeigt, dass ich irgendwie diese Stadt sagt, hallo. Cool. Mhm. 5 Minuten Pause möchtet ihr und dann weiter? Ja. Bis gleich. So, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag, gute Zeit und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in so einem Aufstellungsseminar dabei seid.